Es gibt Produkte, da lohnt es sich auch gut und gerne mal den ein oder anderen Euro mehr auszugeben. Oft gibt es aber auch Produkte, wo ich mir sage, nö. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aufgebraucht. Diesmal wirklich alles bis auf ein Produkt, bis auf den letzten Tropfen oder das letzte Gramm aufgebrauchte Produkte und ein Produkt, was ich direkt wieder aussortiert habe. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag, ihr süßen Mäuse. Heute mal Fokus auf Make-up. In meinen üblichen Aufgebraucht-Videos habe ich wirklich alles immer dabei. Von Pflege bis Putzmitteln, alles Mögliche. Heute etwas kompakter Make-up und wir starten auch direkt mit dem ersten. Und das ist für euch kein Geheimnis und ich bin auch wirklich ein bisschen traurig, dass es jetzt leer ist. Es ist mittlerweile, glaube ich, die vierte oder sogar schon fünfte Flasche gewesen. Und zwar dieses Schätzchen hier von Nabla. Nabla ist für mich auch Tatsache so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, bis auf dieses eine Produkt. Und das ist der Angel Aura Primer, ein Radiant Plumping Serum Primer. Dieses Produkt. Ein Tropfen kriege ich noch raus, um es euch zu zeigen, war damals wirklich was ganz Besonderes. Und das ist für mich heute immer noch. Das ist ein Primer, der sehr, sehr reflektierend ist. Er hat Schimmerpartikel mit drin und ich habe ihn super, super gerne benutzt. Aber mittlerweile nicht mehr so, denn mein Make-up hat sich ja auch ein bisschen verändert. Ich benutze eher weniger Foundations, weniger Make-ups und Produkte, die von sich aus schon sehr glowy sind und nicht mehr so matte Produkte. Der hat dafür gesorgt, dass das Make-up einfach auch schon ein bisschen klebrig wurde. Es hat sehr, sehr lange gehalten. Er hat die Haut auch sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt und diesen Schein hinterlassen. Irgendwann wird das Ganze aber dann ein bisschen ölig vielleicht und er fühlt sich jetzt auch in den letzten Wochen etwas öliger an, sodass ich ihn dann jetzt auch wirklich probiert habe aufzubrauchen und damit ist er jetzt auch leer. Sollte es mal wieder ein gutes Angebot geben, würde ich den auch wieder benutzen, aber ich habe mir für dieses Jahr ja vorgenommen, mehr Produkte auch aufzubrauchen. Deswegen seht ihr ja auch dieses Jahr deutlich mehr Aufgebraucht-Videos als in den vergangenen Jahren vielleicht. Meine Make-up-Kollektion ist natürlich groß. Ich habe sehr, sehr viele Produkte hier und auch die Schublade der Schande hier direkt vor mir ist natürlich gefüllt mit Produkten, die ich eigentlich so im Alltag oder auch vor Videos oder immer mal wieder benutze. Ich möchte einfach mehr aufbrauchen, aber große, große Empfehlung. Das nächste Produkt schiebe ich so ein bisschen zwischen Make-up und Pflege hier nochmal mit rein. Das ist für euch keine Überraschung. Das ist die Magic Cream von Charlotte Tilbury. Das sind die Reisegrößen gewesen. Habe ich immer mit dabei, wenn ich auf Reisen bin, weil sie einfach sehr kompakt waren. Das sind meiner Meinung nach, wenn man das Geld dafür ausgeben möchte, die besten Produkte für eine schöne Haut mit Make-up. Das ist kein Pflegeprodukt, also das würde ich niemals abends benutzen, sondern das ist immer nur etwas, um es vor dem Make-up zu benutzen. Sehr dick, sehr reichhaltig, sehr glowy, auch von sich aus schon. Und das funktioniert einfach mit jeder Foundation. Ich habe noch nie ein Produkt gehabt wie dieses Produkt, was mit allen Produkten gut funktioniert. Die Haut wirkt auch sehr, 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 sehr prall. Und ich habe auch hier immer den großen Tiegel dabei. Ich glaube, ich habe sogar noch eine kleine Größe, die ich dann einfach in meine Schminktasche mit reinnehme. Aber die Magic Cream wirklich phänomenal. Bleiben kurz bei Charlotte Tilbury und da habe ich jetzt ein Produkt aufgebraucht, was auch so ein bisschen für mich der Ansporn war, wirklich Produkte jetzt aufzubrauchen. Das ist die Beautiful Skin Foundation. Ich habe sie in der Farbe 4 gehabt. Die Farbe hat eigentlich sehr, 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 sehr gut gepasst. Ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden, sie mir nachzukaufen. Nicht nur, weil ich noch ungefähr 100 andere Foundations hier habe, sondern weil sie nicht so war, dass ich sage, boah, das war die beste Foundation. Die hat ein schönes Finish, aber die ist mir, und wer hätte das jemals gedacht, sie ist mir mittlerweile einfach zu deckend. Und ich finde, dass du hier sehr vorsichtig sein musst, dass du nicht zu viel benutzt, weil sie doch sehr schnell ein bisschen maskenhaft aussieht. Gute Foundation, gute Haltbarkeit, aber sie ist sehr, 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 sehr dick und sie ist auch sehr dick im Gesicht. Ich probiere sie jetzt so ein bisschen zu vergleichen mit der Huda Beauty Foundation, die dick und matt ist. Die ist dick und glänzend, aber an sich ein sehr, sehr gutes Produkt. Ein Produkt, was ich sofort ausgemistet habe, ist das hier. Das ist von Garnier und das tat mir so leid, weil sie haben dasselbe Spielchen hier auch nochmal ohne Farbe. Das war die Vitamin C Daily UV Glow Lichtschutzfaktor Foundation. 50 plus UVA, UVB Schutz, gut gemacht. Das ohne Farbe ist auch sehr, 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 sehr gut, hat mir gut gefallen. Aber das mit Farbe sieht so erstmal gut aus, aber innerhalb von 2 Minuten oxidiert das einfach ins Umpa-Lumpa, schon fast hier nach Orange. Ganz, 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 ganz schlimm bei mir gewesen. Ich weiß nicht, ob ich ein Montagsprodukt vielleicht erwischt habe. Vielleicht habt ihr dafür ein kleines Feedback für mich. Dann lasst mich das gerne einmal in den Kommentaren wissen. Für mich aber ein ganz, 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 ganz großer Flop, weil es einfach
Ich weiß nicht, wer das tragen kann. Und das Problem mit diesen getönten Lichtschutzfaktoren ist, um den Schutz, diese 50 zu kriegen, brauchst du recht viel Produkt. Also ungefähr 2, ich nehme meistens 3 Finger. Ich habe ein großes Gesicht. Das ist dann einfach zu viel von dieser Farbe, aber zu wenig, um es deckend zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, Lichtschutzfaktor gleichmäßig aufzutragen ist eh schon recht schwierig. Und wenn du dann noch Farbe hast, die... Es gibt ja nur die eine Farbe, dann wirkt das einfach nicht schön. Wenn ihr einen Schutz vor der Sonne sucht mit Farbe, kann ich euch hier von Ultraviolet diese Dinger empfehlen. Daydream Screen, großartig, eine der schönsten, sehr, sehr glowy Foundations mit Lichtschutzfaktor 50. Ganz, 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 ganz toll. Ich zeige euch mal die Originalfarbe daneben. Seht ihr den Farbunterschied? Und das ist noch nicht mal angetrocknet. Also es wird immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Ich weiß nicht, was Huda Beauty in das Cherry Blossom Easy Bake Puder gemacht hat, aber was da drin ist, ist einfach phänomenal. Dieses Puder ist meiner Meinung nach eins der besten Puder auf dem gesamten Make-up-Markt in loser Form und dann auch noch in Pink. Ein großartiges Finish unter dem Make-up. Ich habe es hier mittlerweile auch schon in neu, weil ich es einfach fast jeden Tag benutze. Ich gehe meistens erst mit dem Easy Bake Puder und im Anschluss dann mit dem Coty erst beim Powder rüber. Tolles Puder. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber auch nicht immer, ist der Duft. Der ist schon sehr, 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 sehr gut, aber er verfliegt auch ganz schnell, ne? Und wenn man die Dose einfach mal 2 Tage offen lässt, dann geht auch schon eine Menge an Duft wieder weg. Würde ich immer wieder nachkaufen, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, weil es eines der wenigen Puder ist, die wirklich matt halten. Setting Sprays. Nochmal einen lieben Gruß an Charlotte Tilbury. Das ist das Airbrush Flawless Setting Spray. Es gibt für mich kein besseres als dieses hier, wenn es nicht meins mit Rivalas mir gegeben hätte. Ich muss es dazu sagen, dieses Setting Spray war auch natürlich die Inspiration für meine Kollektion mit Rivalas Me. Und wir haben ein sehr, 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 sehr gutes Produkt damals rausbringen können. Es ist aber einfach nur nicht mehr da. Deswegen benutze ich immer nur das hier von Charlotte Tilbury oder das von Art Deco, was mittlerweile auch leer ist. Muss ich mir auch mal wieder nachholen. Aber ich will aufbrauchen. Dieses Spray, es zieht schnell ein. Die Haut sieht weich aus. Die Haut sieht plump aus. Das ist nicht mattierend, ne? Also wenn du ein mattierendes Fixing Spray suchst, ist es das Falsche. Weil das bildet diesen Film auf der Haut, der schön einzieht, alles sehr, sehr weich zeichnet. Und auch zwischen den einzelnen Schritten, die ich mit meinem Make-up mache, benutze ich das super, super gerne. Ein weiterer Flop, bei dem ich wirklich große Hoffnung hatte, ist das hier. Und das tut mir immer wirklich leid, wenn ich so Small Businesses nicht positiv bewerten kann. Das ist von Plants Are Purple. Ich war ja auf der Suche nach dem besten Skin Tint, so ein ganz leichtes Produkt, eine Serum Foundation. Das ist mit Hyaluronsäure, Squalan und Cantella Asiatica. Die Farbrange war ganz okay für ein Small Business, gab auch einige dunkle, aber du hast das Produkt nicht gleichmäßig auftragen können. Also es ist sehr, 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 sehr pastig. Es oxidierte auch ein Stück und es sah auf der Haut einfach aus wie Öl. Hat mir leider gar nicht gefallen. Da bleib ich persönlich einfach hier bei dem von Typology. Die sind sich sehr, 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 sehr nah. Und auch hier sieht man es vielleicht schon. Es fängt auch hier so ein bisschen an zu oxidieren. Plants Are Purple hat tolle Pflegeprodukte. Also wenn ihr für ein Small Business euch mal interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Tolle Website, tolle Kampagnen, die sie machen. Die Foundation hat mir aber leider nicht so gut gefallen. Aufgebraucht habe ich hier von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz. Ich habe den wirklich bis auf den letzten Tropfen aufgebraucht. Anastasia Beverly Hills macht für mich im High-End-Bereich die besten Augenbrauenstifte. Sind wirklich gut, sind sie ihr Geld wert? Natürlich nicht. Ist totaler, also kannst du mir nicht erzählen. Ich habe unter dem von Benefit, unter diesem Precisely-Ding hier, einen ganz tollen Kommentar bekommen. Sie machen schon einen auf Hermes vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder vom Preis-Mengen-Verhältnis. Aber nee, ganz ehrlich, da ist Hermes deutlich, deutlich besser. Wenn du mir 26 Euro aus der Tasche nimmst für 0,0... Also nichts, kannst du mir nicht sagen, dass das ist. Geht nicht. Das hat mich wirklich wütend gemacht, als ich dann herausgefunden habe, dass es noch weniger Produkt war. Ein weiteres Produkt, welches ich euch wirklich empfehlen kann, aber seid da bitte vorsichtig, von Glowish bei Huda Beauty, das Multi-Duo Skin Tint. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt, aber ich habe ein Problem mit den Farben. Die 4 ist mir deutlich zu dunkel, die 2 ist mir viel zu gelb und viel zu hell und die 3 ist mir auch zu dunkel. Das ist ein sehr, sehr schöner Skin Tint, wie ich finde. Wäre der jetzt erst rausgekommen, hätten alle gesagt, das ist eine günstige Alternative zu dem Hollywood Flawless Filter, hat aber mehr Deckkraft und mittlerweile ist der auch umgekippt. Das ist so ein bisschen das Problem bei diesen leichten neuen Formulierungen, dass die einfach wirklich, da steht ja immer dieses Symbol hier mit drauf, wenn das die Zeit gekommen ist, dann kippt das Ding auch um und es kann dann auch passieren, dass du Ausschlag bekommst.
Ich würde mir wünschen, dass Huda Beauty die vielleicht nochmal relauncht, die ein bisschen stabiler sind und die vor allen Dingen auch einfach in besseren Farben. Die sind einfach nicht so flexibel. Wisst ihr, was ich meine? Du siehst damit sehr schnell aus wie ein Oompa Loompa. Das, Freunde, waren ein paar Produkten, ein paar Favoriten und ein paar kleine Warnungen zu Produkten, die ich vielleicht nicht unbedingt nochmal kaufen würde. Also schreibt mir gerne mal eure Favoriten in die Kommentare. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.